Hey Leute, hier sind wieder Benny und Larissa von Aquapurist. Hi, eurem Online-Shop für natürliche Aquaristik. Und heute geht es um den kleinsten Zwergflusskrebs der Welt. Zumindest steht das überall so und der Name sagt es eigentlich auch, denn es ist Cambarellus. Das ist der Gattungsname und heißt, also steht für die Zwergflusskrebse. Und Diminutus, naja, ist jetzt Spanisch für winzig klein, kleinster. Nicht Latein? Nee, nicht Latein. Hätte ich jetzt gedacht. Ausnahmsweise mal nicht, aber lateinisiert natürlich wieder. Also, ach so, deswegen naja, das Us hinten. Im Prinzip, nee. Doch. Ja, doch, genau. Us gibt's doch auch im Lateinischen. Ist eigentlich auch egal, wie der heißt, denn wir wollen ja nur etwas über so einen kleinen Krebs erzählen. Den können wir auch Klaus nennen oder Gabi. Ja. Oder lasst euch witzige Namen einfallen. Maxi, denn, geschlechtsneutral. Oder Kim. Ja, genau. Jedenfalls geschlechtsneutral, kommt gleich der Punkt. Natürlich kann man da die Geschlechter ganz gut erkennen, wie bei eigentlich allen Flusskrebsen lässt sich das ganz einfach erkennen, denn naja, die Männchen haben da sowas zwischen den Beinen. Kann man ja, an der Bauchunterseite, ne? So genau. Ein dreieckiges, helleres Begattungsorgan. Begattungsorgan, genau. Ja, und bei denen ist es ganz praktisch, denn Männchen und Weibchen sind relativ friedfertig. Also wir haben die in verschiedenen Becken und klar, wenn die sich mal frontal begegnen, dann wird einmal gezeigt, hier, ich bin groß und stark und dann drehen sie sich um und laufen woanders rum. Also dass da wirklich groß. Irgendwer, ja, dass groß da wirklich irgendwer mal angegangen wird, wie das bei anderen Krebsen ja durchaus der Fall ist, ist äußerst selten. Also ich habe, natürlich findet man mal ab und zu einen, wo vielleicht mal eine Schere fehlt oder so. Das kommt vor, wächst aber dann wieder nach. Nach zwei Häutungen ist wieder nachgewachsen. Das ist eigentlich ganz witzig, weil wenn die komplett fehlt, dann sieht man halt, okay, es ist nur eine Schere da. Nach der nächsten Häutung ist dann so eine kleine Schere da. Da sieht man eine große und eine kleine. Und nach der zweiten Häutung ist dann wieder alles ganz normal da. Können die aber, die endlos bilden? Oder? Ne, die häuten sich nicht endlos, weil irgendwann sterben sie. Schon klar, aber also theoretisch bei jeder Häutung können sie eine neue Schere bilden. Auch wenn sie schon das dritte Mal verloren gegangen ist. Theoretisch, ja. Wieder verlegt. Ja. Nein, machen die sich gegenseitig ab beim Kämpfen, richtig? Ja, oder vielleicht auch, wenn sie sich ganz doll lieb haben und dann da halt festhalten, dann kann das ja auch mal passieren. Ja, gut. Aber in der Regel sind die, wie gesagt, super friedlich. Da kann man auch, ich sag jetzt nicht mal jede Menge, aber die vermehren sich halt relativ gut, auch im Süßwasseraquarium ganz normal. Also kein super spezieller Fortpflanzungstyp, sondern die tragen halt wie unsere Neokaridina auch die Eier unterm Bauch. Dann schlüpfen da irgendwann die kleinen Krebse und rennen dann durchs Becken. Ja. Und, es sollte möglichst dunkel für die sein. Möglichst viele Verstecke, möglichst dunkel, also dass man nicht von oben jetzt hier, dass sie gebraten werden, sondern die verstecken sich schon gerne irgendwo, wo es ein bisschen ja, aber wenn ordentlich Beleuchtung, dunkelig ist. Wenn ordentlich Beleuchtung drauf ist, ist auch kein Problem. Solange sie unten genug Versteckmöglichkeiten haben, ne? Ja, aber ich habe sie auch schon direkt unter der Lampe im Moos rumklettern sehen. Ja, ich meine jetzt für die Vermehrung und dass sie sich aus dem Weg gehen können, wenn mehrere im Becken sind und so. Ja, prinzipiell ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Jetzt hatten wir gesagt, unendlich, so unendlich lange leben die nicht, also auch nicht länger als unsere Zwergkanälen. Also da kann man auch sagen, so ungefähr 2 Jahre kann man da rechnen. Jetzt hatten wir gesagt, es sind die kleinsten. Was heißt denn jetzt klein? Also es steht immer überall 1 bis 2 Zentimeter. Also 1 Zentimeter ist schon sehr klein. So. 2 Zentimeter Körperlänge ist, denke ich mal, realistisch. Dann kommen halt noch die Scheren drauf. Also so insgesamt das komplette Tier würde ich so mit 3 Zentimeter als komplett groß ausgewachsen. Also ist wirklich ein Prachtexemplar dann. 3 Zentimeter ist schon wirklich groß. Also das ist wirklich eine große Neocaridina, kann durchaus größer sein als ein ausgewachsener Zwergflusskrebs in diesem Fall. Farblich gibt es da ganz viele lustige Beschreibungen. Es wird immer, manchmal wird er als blauer Zwergflusskrebs bezeichnet. Blau, ja, zeigen sie sich äußerst selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich blau färben, ist höher. Wenn man das Wasser ansäuert, also wenn man die wirklich schön sauer hält, so ein pH-Wert um 5 rum, dann sollen die blauer werden. Sind aber auch da chamäleonmäßig unterwegs. Also kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen. Bei uns ist das Wasser jetzt bei einem neutralen pH-Wert und blau zeigen sie sich äußerst selten. Ab und zu hat man einen mal dabei, der so ein bisschen bläulich aussieht. Ich wollte gerade sagen, das war immer eher so ein Schimmer, ne? Ja, also wirklich knallblau, wie jetzt diese Florida-Flusskrebse, die blauen, so sehen die nicht aus. Nein. Aber doch, man kann schon bläuliches erkennen. Wenn man denn. Wie sehen die normalerweise aus? Braun, ne? Ja, also alle möglichen Schattierungen von Braun. Genau. Dunkelbraun, mehr oder weniger deckend. Ja. Oder auch so ein Creme,
hellbraun mit mehr durchsichtig. Ja. Erst dachte ich auch, es würde Männchen und Weibchen, dann hatten wir mal ein Exemplar, ne? Da war das Männchen, glaube ich, das dunklere und das Weibchen das hellere oder andersrum, ich weiß schon gar nicht mehr. Und dann dachte ich, ah, daran kann man die erkennen, aber wir hatten es auch schon andersrum. Also manche auch mit so coolen Musterungen auf dem Rücken. Ich habe mir das mal eingebildet, dass die Weibchen ein bisschen breiter aussehen und bei uns zumindest in einem Becken mehr so braun gemustert sind, während die Männchen ganz klar abgegrenzte, wie so Rallye-Streifen haben. Ja. Das ist aber nur in dem einen Becken so. Bei den Küken. Ja. Das ist Kennstreifen. In dem einen Becken ist das so. Bei den Küken stimmt das aber auch nicht, weil die Weibchen da auch Streifen haben und auch da die dunkleren sind. Also ja, aber deswegen meinte ich, wie bei den Küken, dass die auch diese Kennstreifen da drauf haben. Aber ja, das ist halt nicht übertragbar nicht. Und es stimmt auch nicht, weil es ist nur in einem Becken von uns so, dass ich das, also da ist es nahezu 100%, wenn ich die rausfange, ist das so. Aber aus den gleichen, aus dem Becken habe ich Tiere rausgefangen, in ein anderes Becken reingesetzt und da ist es schon nicht mehr so. Also da habe ich auch Männchen jetzt, die so braun gemustert sind und also das kann man sich da jetzt nicht dran irgendwie aufhängen. Natürlich eindeutig ist, wenn Eier drunter hängen, dann sieht man direkt von außen auch, dass es Weibchen sind. Ach so, ich dachte, bei Eiern wäre es Männchen. Mhm, genau. aber ansonsten... Zu der blauen Färbung ist mir noch eingefallen, als ich das recherchiert habe, um die als Artikel bei uns in den Shop aufzunehmen. Die findet ihr natürlich jetzt auch schon bei uns. Zu dem Blau ist mir da aufgefallen, dass einige das auch geschrieben hatten von wegen und dann auch als Produktfotos die bläulichsten Exemplare wahrscheinlich hatten oder genommen haben, die sie irgendwie hatten. Und da stand aber eigentlich überall bei, dass das Blaue nur so eine temporäre Sache ist, wie du auch gesagt hast. Also sprich, wenn sie sich häuten, können sie danach wieder komplett anders aussehen. Ja, aber und auch einfach nur so, Stimmungsschwankungen, wir ändern mal die Farbe. Ja, oder je nachdem, wie die Beleuchtung oder die Wasserwerte sind, keine Ahnung. Ja. Aber also da stand halt, dass die blauen Formen meistens die beliebtesten sind und ja auch so ein Hingucker im Aquarium sind. Aber dass man es wohl noch nicht geschafft hat bei denen, bei der Gattung, das so hinzukriegen, dass man die wirklich rein blau hat. Also immer, wenn sie sich mal häuten oder wenn sonst irgendwie was ist, kommen wieder die braunen Naturtöne durch. Und selbst wenn man das jetzt irgendwo... Was denn? Gattung war jetzt der passende Einstieg. Was, denn warum? Es geht natürlich nur um die Art. Ach so, bei der Gattung Camarellus gibt es natürlich einige Zuchtformen. Zum Beispiel die ganz bekannten CPOs, die Orangen. Ach so, also Camarellus ospratuensis. Keine Ahnung, kann ich mich falsch aussprechen. Jedenfalls. Wir blenden es unten ein. Pratsuarensis heißen die, glaube ich. Naja, wir das hatten wir schon mal in einem Video, wo du die nicht. Da habe ich dich nicht gefragt, was heißt CPO. Falsch ausgesprochen. Naja, jedenfalls, die war. Das ist auch der Grund, warum wir überhaupt Krebse haben, weil wir da öfter mal die Frage gekriegt haben: Habt ihr auch Zwergkrebse? Und dann ist immer als erstes CPOs. Wollen wir nicht unbedingt die CPOs haben? Ich habe beide gleichzeitig hier bekommen und die CPOs neigen eben dazu, dass sich ein dominantes Männchen durchsetzt und alle anderen einfach kaputt macht. Also die in den Becken jetzt findet man regelmäßig Tiere, wo die ganzen Beine ausgerissen sind oder so. Und das ist wirklich nicht schön. Auch ich hatte dann Tiere, wo ich gesagt habe, gut, ich setze ein Pärchen an. Sobald das Weibchen Eier trägt, setze ich es einzeln. Dann habe ich gesehen, dass es Eier trägt und habe ein Becken quasi vorbereitet. Am nächsten Tag wollte ich es rausnehmen. Da lag es dann bäuchlings nicht mehr so richtig schön. Und das ist ein komplett krasser Unterschied vom Verhalten von den CPOs. Also wer jetzt CPOs hat und sagt, nee, die sind mir irgendwie zu aggressiv oder da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht, da sind die Diminutos komplett sind anders. Also habe ich jetzt nicht nur meine eigenen Erfahrungen, sondern auch einige Bekannte, die sagen, oh ja, die CPOs, da habe ich noch ein Männchen, der hat irgendwie alle anderen verprügelt, aber die Diminutos, die sind ja so super. Hattest du es nicht auch andersrum gesagt, dass es ein Weibchen mit mehreren Männchen gab und sich das Weibchen das beste Männchen rausgesucht hat und die anderen platt gemacht? Nee, das war bei Scherax. Ach so, Entschuldigung. Komplett andere Gattung, ganz andere Tiere. Ja, gut. Aber bei denen ist es eben so, dass diese Diminutos jetzt friedlich sind. Klar haben die auch mal ein bisschen Platz brauchen sie. Also ich würde die jetzt nicht irgendwie in so ein 5-Liter-Becken reinsperren. Also hier rein könnte man jetzt gut ein Pärchen halten, oder? Ja, das würde ich schon sagen. Hier könnte man gut ein Pärchen halten. Wobei man da dann wieder gucken muss. 30 Liter. Vermehren die sich? Will ich das haben? Habe ich die Möglichkeit, die nachher auszuziehen? Aber dadurch, dass sie ja so friedlich sind, das hatten wir jetzt auch schon bei einigen Bestellungen, die wurden auch schon gekauft, dass viele dann zwei Weibchen haben wollten, um halt zu vermeiden, dass sie sich in einem Becken vermehren. Man kann auch durchaus zwei Männchen zusammenhalten. Also in dem Becken hier, wo es genug Versteckmöglichkeiten, genug Platz und auch verschiedene Ebenen gibt, wo die sich ja, also die können ja auch richtig gut klettern und so, aus dem Weg klettern können,
kann man auch gut zwei Männchen zusammenhalten, ohne dass der eine den anderen jetzt platt machen würde, gerade weil sie so friedlich sind. Genau, also das ist überhaupt kein Problem. Ja. Die Männchen tun sich da auch nicht mehr. Die Weibchen untereinander sind ja genauso. Also die sind jetzt auch nicht, dass sie kuschelnd in einer Höhle sitzen, sondern... Die sind auch ganz schön zickig. Ja, genau. Also da nehmen die sich nichts. Höhle ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Viele, wo du ja eben schon Scherax ansprachest, sind die klassischen Flusskrebse, hat man ja häufig, oh, die sitzen in der Höhle, kommen da nie raus. Das ist bei denen, aber eigentlich bei allen Camarellos, also die ganzen Zwergflusskrebse sind eigentlich fleißig auf Achse. Und das ist bei den Diminutus ganz genauso. Die sind eigentlich den ganzen Tag irgendwo unterwegs. Klettern auch im Moos rum und so. Genau, ne? Und ganz besonders stark, eben wo du jetzt Moos ansprichst, ganz besonders stark sind die in Pflanzen. Also da gibt es auch wissenschaftliche Studien zu. Vielleicht können wir da die Quelle auch hier unten verlinken. Wenn du sie mir sagst, kann ich das tun. Ja, kann ich dir gleich zeigen. Da haben die sich mal angeschaut, wo kommen die Tiere überhaupt vor. Nämlich ungefähr, also es ist im Bereich USA, Mississippi, Alabama, Illinois, habe ich bestimmt falsch ausgesprochen alle, aber da so in dem Bereich kommen die alle vor. Und da auch wieder im Verhältnis zu anderen Camarellos, das ist der Schuffeldi mit zwei I hinten. Der was? Eine andere Art. Ach so. Von Zwergflusskrebsen, die im gleichen Bereich vorkommen, aber nie im gleichen Habitat. Also kommen im gleichen Flusssystem mal vor, aber die Diminutus sind dann immer in den Bereichen, wo ganz wenig Strömung ist, super viele Pflanzen und vielleicht noch ein bisschen Laubhaufen, irgendwie so. Während die anderen also, auch. Flusssystem heißt, sie kommen in einem Fluss vor und Habitat heißt dann in einem Bereich, wo er sagt, mit wenig Strömung, der andere Bereich mit viel Strömung und. Ja, man kann sich das auch vorstellen. Ich meine, häufig sind das dann ja auch eher Kanäle als Flüsse. Ne? Also sagen wir mal, da ist dann irgendwie, bei uns würde man jetzt sagen, Altarm von einem Fluss. Also irgendwo, wo noch so eine kleine Abzweigung ist, wo es nicht ganz so schnell fließt, wo es vielleicht ein bisschen flacher ist. Das Wasser ist beruhigter, wärmer auch dadurch meistens. Aber das ist jetzt nicht irgendwie großartig viel. Und aber ganz besonders viel Pflanzenwachstum. Ja, und das, klar, die Pflanzen können besser da wachsen, wo nicht so krasse Strömung ist und sie weggerissen werden. Das merkt man ganz, ganz krass, dass eben die Diminutus unterwegs sind, auch in Becken bei uns, sei es jetzt Moos, hatten wir unten auch Stringy Moos, was wirklich bis zur Oberfläche gewachsen ist, oder in einem anderen Becken, wo viele von diesen Schwertpflanzen drin sind, auch bis zur Wasseroberfläche, die klettern, dann nutzen die komplette Beckenhöhe aus. Also das ist wirklich ganz nett anzusehen, die Kleinen da rumkrabbeln zu sehen. Ja. Wenn wir jetzt schon dabei sind, vielleicht noch kurz zu den Wasserwerten, was die da so Temperaturwasserwerte brauchen. Also das ist ganz robust, was jetzt die Zwergkrebse da angeht. Die machen eigentlich alles mit. Temperatur wird immer so angegeben zwischen 15 und ich sag mal 30 Grad. Da geht es auch darum, natürlich ist bei denen im Sommer irgendwo so zwischen 23, 26 Grad, so in die Richtung. Und die haben aber auch Winter. Das heißt, wenn ihr die jetzt in einem unbeheizten Raum haltet, wie die Neocaradina auch, also jetzt nicht unterm Eis und vielleicht nicht auch in der Garage, aber ich sag mal, ein unbeheiztes Schlafzimmer wird dann immer gesagt, oh, da könnte es im Winter auch mal 17 Grad werden, dann ist das überhaupt kein Problem. Im Sommer, wenn es dann eben mal 26 oder 28 Grad wird, weil die Sonne drauf scheint, ja gut, dann ist das so. Also das ist für die überhaupt kein Problem. Auch was die Wasserwerte anbetrifft, hatte ich ja eben schon gesagt, dass die im Verhältnis zu anderen Zwergkrebsen wohl auch etwas weicher und etwas saurer können. Mhm. Also auch durchaus, da waren Leitwerte in dem Habitaten, wo die gefunden wurden, durchaus runter bis 50. Also es ist schon sehr weiches Wasser. Mhm. Und ein pH-Wert bis runter auf 5. Das ist auch nicht gerade, also die Neocaridina zum Beispiel, die würden da leben, aber sich nicht so vermehren, weil pH 5 mögen die nicht so gerne. Aber wenn man ein bisschen höher geht, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit geringer, dass er bläulich wird. Hatte ich ja gesagt, da gibt es wohl einige, die das festgestellt haben. Je saurer man die hält, desto bläulicher werden sie. Allerdings ist es überhaupt kein Problem, die härter zu halten. Also wir hatten sie, wie gesagt, neutral, 7, ein bisschen pH-Wert. Und das ist überhaupt kein Problem. Man stellt aber fest, dass eben die Färbung dann einheitlicher brauner ist, wenn die halt sauer gehalten werden, das wohl noch variabler ist. Da habe ich jetzt keine Langzeiterfahrung zu, können wir vielleicht nochmal irgendwann machen, nächstes Jahr oder so. Oder wenn jemand von euch da Erfahrung hat, genau, dann immer gerne in die Kommentare. Aber ansonsten sind die da auch absolut robust, was die Wasserwerte angeht. Auch wenn man jetzt sagt, oh, das machen die nur temporär, nö, die vermehren sich bei uns wunderbar und fleißig und auch bei einigen Bekannten, mit denen ich da gesprochen habe, die auch die Zwergkrebse halten, ist eigentlich immer als absolut friedfertig, jetzt vielleicht auch als nächsten Punkt. Ja? Genau, das wollte ich gerade fragen, von wegen, wie sieht es mit Vergesellschaftung aus? Also wir haben jetzt immer wieder gesagt, mit Garnelen und friedlich und so. Ja. Was für Fische kann man dazu tun?
Ja, erstmal mit andere Garnelen, Krebse. Das hast du jetzt einfach so gesagt. Mit Garnelen. Habe ich jetzt mal so unterstellt. Genau. Also es ist schon so, dass die rein theoretisch natürlich eine Garnele fressen könnten, wie bei den Amano-Garnelen auch, wo man dann auch bei einer von 10.000 Mal festgestellt hat, dass er eine Neocaridina weggesnackt hat. Die Bösen. Und die Amano-Garnelen, muss man dazu sagen, sind deutlich größer als die Zwergkrebse hier. Ja, ja, stimmt. Du hast schon eine große Amano gesehen. Ja. Okay. Also die, vor denen habe ich auch ein bisschen Angst. Also das heißt Angst, aber ja, ich finde die... dich fressen sie nicht. Nein, aber ich finde die irgendwie eklig. Nee, jedenfalls sind die kleinen Gammarellos, die Minutos, ja. Wir haben die in Garnelenbecken, züchten die quasi zusammen, das ist überhaupt kein Problem. Hatten aber auch schon mal jemanden, der sich gemeldet hat und gesagt, direkt nach dem Einsetzen hat ja wohl einer eine Garnele geschnappt. Das will ich jetzt nicht ausschließen, also dass, wenn jetzt eine Garnele entweder schon ein bisschen geschwächt ist oder vielleicht, kommt ja auch mal vor, auch bei uns in den Becken, dass eine Garnele kurz vorm Sterben ist, vielleicht eine Bakterieninfektion hat oder irgendwas, dass die ja, Garnele dass nicht ist, hundertprozentig ne? fit ist, ja. Dann ist natürlich schon so, dass auch so ein Krebs sich mal eine Garnele packen kann. Die packen sich dann auch untereinander, also da hattest du ja auch, glaube ich, mal ein Video von gemacht, wie die eine Garnele die andere frisst. Ja, natürlich, wenn sie da schon am Boden liegen, wobei einmal habe ich das genau auch beobachtet, da habe ich eine gefilmt, da habe ich mich gefreut, dass sie so schön ruhig gehalten hat, bis ich dann gemerkt habe, dann ist sie so 2 Zentimeter weiter gekrabbelt und lag plötzlich nur noch auf dem Rücken. Ja. Und dann kamen gleich 3, 4 andere Garnelen an und haben sich drauf gestürzt, wo ich mir auch dachte, Leute, hallo, lass sie mal in Ruhe. Und als ich dann noch mal so 1, 2 Stunden später geguckt habe, merkte man auch schon, dass sie so blass wurde und halt verstorben war. Also ich hatte praktisch wahrscheinlich dann in dem Moment gesehen, wo sie gestorben ist und zack kamen gleich die anderen an. Also, ja, also das wird bei den Krebsen ganz genauso sein, wenn ja die halt merken, irgendeine Garnele ist nicht so ganz fit. Ehrlicherweise, ist ja eigentlich auch gut, gesundheitspolizeimäßig, ne? Kann es dann passieren, muss man halt beim Einsetzen dann ein bisschen aufpassen, weil in dem Fall sind die Garnelen natürlich ein bisschen geschwächt, ohne dass es jetzt denen besonders schlecht geht, im Sinne von, dass sie bald sterben würden. Aber wenn da jetzt schon Krebs im Becken sind, können die es natürlich ausnutzen. Andersrum ist es aber genauso, also auch ein toter Zwergkrebs wird natürlich von den Garnelen aufgefressen, also so ist es jetzt nicht. Ja. Wie sieht es dann mit Fischen aus? Mit Fischen ist eigentlich auch ganz unproblematisch. Die gehen jetzt nicht irgendwie aktiv zu den Fischen hin und fressen die auf. Da würde ich ja andersrum aufpassen, genau wie bei den Garnelen auch, dass Fische das natürlich Babys, sich schon ne? mal so einen Baby-Zwergkrebs wegsnacken. Ja. Ja, aber das ist an sich, wie bei den Neocaridina auch, jetzt nicht das Problem, weil die sich ganz gut vermehren. Pisacken die irgendwelche Fische, so wie Welse, die sich da in Bodennähe aufhalten, bei Ihnen mit? Das konnte ich jetzt nicht feststellen. Mhm. Ich hatte auch schon mal mit jemandem gesprochen, der sagte, nö, da war ein Wels immer in der Hülle drin und da ist ein Krebs dann auch mit dazugekommen. Die haben sich da gut vertragen und ja, falls ihr da irgendwelche negativen Erfahrungen habt, schreibt uns gerne in die Kommentare. Ich habe da bisher nichts zu feststellen können, auch nicht irgendwo gelesen oder so. Ja, also das ist eigentlich ganz entspannt. Aber was du noch sagtest, Krebse, das würde ich auf keinen Fall machen. Also irgendwelche Flusskrebse miteinander vergesellschaften, sei es jetzt, also klar, die gleiche Art schon, aber verschiedene Arten würde ich niemals zusammensetzen, weil die erkennen schon, oh, das ist ein anderer Flusskrebs. Also auch nicht der Diminutus mit dem CPO? Nee, okay. Da wäre ich mir sehr sicher, dass die CPOs den Diminutus relativ schnell umlegen, weil die halt feststellen, oh, da ist ein Flusskrebs, der ist in meinem Revier, der hat hier nichts zu suchen und da die CPOs ja an sich schon nicht so zimperlich sind, werden die da recht schnell kurzen Prozess machen, weil der Diminutus nun mal kleiner und zierlicher ist. Wenn die sich vertragen würden, könnten die sich dann kreuzen? Keine Ahnung. Also ich glaube, dass... Das wird man niemals rausfinden. Wahrscheinlich nicht. Okay, außer man hat einen gefesselten und geknibbelten CPO. Ja, ich weiß auch nicht, wie es bei denen mit künstlicher Befruchtung aussieht. Aber, ja, okay. Aber wenn wir empfehlen, die nicht zusammenzuhalten, dann braucht man sich auch nicht überlegen, ob die sich verkreuzen. Ja. Und mit anderen größeren Krebsen dann logischerweise auch nicht. Dann würden die platt machen. Genau, also das würde ich jetzt nicht empfehlen. Ja. Hat bestimmt schon mal irgendwer irgendwo ausprobiert, wo es funktioniert hat, aber... ja, Ausnahmen bestätigen die Regeln, ne? Ich würde es jetzt nicht unbedingt zwingend erforderlich sehen, zumal, wie gesagt, man hat ja genügend andere Möglichkeiten, jetzt kleine Krebse zu vergesellschaften. Da würde ich nicht unbedingt Krebse miteinander vergesellschaften, die ungefähr den gleichen Lebensraum haben und vor allem sich halt gegenseitig als Konkurrenz erkennen. Ja, das vielleicht noch wohl dazu, das hattest du ja auch schon mal gesagt, schaden die sich jetzt aktiv irgendwie? Nein. Es kann aber durchaus dazu kommen, dass sie natürlich Konkurrenz sind. Also auch Garnelen und Zwergkrebse haben ja schon das gleiche Futter. Also das vielleicht noch dazu gesagt, die sind omnivor, wie die Neocaridina auch. Das heißt, die fressen das gleiche Futter. Und wenn man da jetzt mal ein Futterklötzchen reintut, dann konkurrieren sie ja quasi um das Futter. Und dann werden die Krebse, die jetzt schon ein bisschen durchsetzungsfähiger sind, sich natürlich dann das kleine Futterpellet erstmal sichern und die Garnele geht leer aus. Gut, die kriegt dann die Reste, die eben wegfliegen. Oder wenn man feiner füttert, mehr füttert, dann holen die sich das. Oder wenn man jetzt, sag ich mal, mit Laub füttert,
Ja. Dann ist klar, dass überall irgendwelche Tiere dran sitzen. Auch die Krebse fressen Laub. Hier und da steht nochmal im Internet, dass es absolute Fleischfresser sind. Das stimmt definitiv nicht. Also das sind auch Omnivore, die alles fressen. Und ja, da muss man also eigentlich keine Angst haben. Kann aber eben, wie gesagt, dazu führen, dass durch Futterkonkurrenz und ja, Ärgern, wenn die vielleicht über ein Moosbällchen nur verfügen im Becken und dann beide da rumlaufen wollen, dann kann es halt sein, dass sie sich verscheuchen. Aber naja, also da wisst ihr, ein bisschen mehr Pflanzen rein und dann ist gut. Leben im gleichen Habitat, also im gleichen Lebensraum und bevorzugen die gleichen Sachen. Und dann sollte man aufpassen, dass ausreichend für alle da ist oder wenn es halt nicht so ist, dass einer den anderen theoretisch verdrängen könnte. Ohne genau, dass sie sich jetzt aktiv umbringen, aber einfach, wenn die anderen dann schlechtere Chancen haben, dann... Ja, natürlicherweise wäre das jetzt nicht so, also nicht, dass es jetzt so rüberkommt, als würden die natürlicherweise im gleichen Habitat vorkommen, weil die Neokaridier kommen halt aus Südostasien und, naja, nicht nur ganz, eher Ostasien, gar nicht so Südostasien, und die Camarellos halt aus den USA. Also es ist wie der Eisbär und Pinguin mit Nord- und Südpol. Ja, so ungefähr. Okay. Aber die sind trotzdem, was du meintest, dass sie halt die gleichen Habitate bevorzugen. Also verkrautete, ja, eher nicht so stark fließende Gewässer. Ja, das ist, denke ich, der Fall. Ja. So, sonst noch irgendwelche Fragen aufgetaucht? Futter vielleicht noch, wenn du das eben gesagt hast. Wie füttert man die? Genau mit dem gleichen Futter, wie wir Garnelen auch füttern würden. Also irgendein Granulat, Pelletfutter, was eher untergeht, weil die Fische hier unten hat, sind. Fressen sie genauso die Reste. Wenn man nicht will, dass sie sich schnell vermehren, muss man auch weniger füttern. Vielleicht auch nur Laub. Also alles im Prinzip wie bei den Garnelen auch. Ja. Okay, also könnt ihr dann das ganz normale Futter bei uns aus dem Shop verwenden, was man auch für Garnelen benutzt oder auch für das Mixbecken. Theoretisch auch das 55er Mix, Fischfutter, ne? Ja, habe ich also gesagt, ist im Prinzip egal. Also da braucht man keine Sorgen haben. So, genau. Gibt's noch irgendwas? Achso, vielleicht zur Verpackung. Die verschicken wir nicht, wie die Garnelen, in den Breathing Bags, sondern die verpacken wir einzeln. Ja, es ist schon so, Krebse, egal welche, haben halt einfach ein bisschen stärkeres ihr eigenes Revierverhalten. Genau. Ne? Ja. Also die mögen jetzt nicht so gerne mit irgendwem anders zusammen in einer Tüte sitzen. Deswegen verschicken wir die einzeln. Also eben je Tüte nur ein Krebs, ne? Genau. Ja. Damit sich da keiner unterwegs auf den Senkel geht. Genau. Ja. Und dann mit Luft verpackt, wie bei den Schnecken auch, ne? Genau. Ja. Also das ist auch bei Krebsen jetzt nicht das Thema. Die könnten auch im feuchten Zustand im Prinzip lange über feuchtes Gras laufen, von einem Tümpel bis zum anderen. Das ist auch deren natürliches Verhalten, in Anführungszeichen. Also rein theoretisch, hat ja irgendwann schon mal geschrieben, dass man Schnecken ja in feuchten Küchenkrepp verschicken könnte. Ach so, ja. Könnte man bei denen auch? Krebsen theoretisch auch machen, finde ich jetzt nicht so schön. Also auch da gebe ich irgendwas zum Festhalten, Moos, ein Stückchen Laub, irgendwas. Mhm. Und dann halt ein bisschen Wasser zum Verschicken. Zum Trinken. Genau, zum Trinken, ja. Gut. Falls ihr noch irgendwelche Kommentare habt oder Fragen, die wir jetzt noch nicht beantwortet haben, wobei das Video ja jetzt, glaube ich, lang genug sein sollte, ne? Dann schreibt das gerne unten in die Kommentare und wir schauen danach, versprochen. Genau. Alles klar. Wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüssi.